Ah, lauter Frösche und ich sehe die hier kaum. Das ist eklig. Das gilt nicht. Ach, da ist der Kopf. Kopf, 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 Kopf. Kopf. Das ist der Kopf des Sonderfisches. Er muss hierher getrieben worden sein. Na, lass ihn uns weiter treiben lassen. Machen, tun. Und. Dachte es mir doch. Kiste! Frosch, geh mir bloß aus dem Weg, oder ich hau dir aufs Maul. Sehr guter Frosch. Ich mag diesen Frosch. Der Frosch kommt zurück, ich hasse diesen Frosch. Scheiß Frosch. Geh weg, Frosch. Au, Fischreiherstatue. Ich glaube, die Barikel regt bald einen neuen Rang. Denkst du das nicht auch, Frosch? Ja, du denkst das auch, Frosch. Tschüss. So, wir haben hier alles geholt, was zu holen war. Ja, wir gehen zurück. Und schauen mal, was wir da noch so alles anstellen können. Wenn es zwischenzeitlich so klingt, als würde ich was trinken, ich trinke zwischenzeitlich was. Daran dürfte es liegen. So. Something's not right here. Richtig, die Musik ist aus. Imperial Soldiers. Das ist weniger bedeutend. Hey, what's going on? You're all villagers, right? Get back to the village on the double. Mhm. You talking to me? Easy there, kid. Let's just do what they say for now. Genau, und wenn ihr uns in den Rücken zudrehen könnt, wir hier. Naja! Niemand hat gesagt, ich wäre ein netter Schutzgeist. No one is allowed to enter or leave this premises. Dann hättest du uns hier nicht reinlassen sollen. Ist egal. Just do as you're told and things will go fine. Mhm. Gut, was ist hier los? Befehl zum Volk der Ritter, was da ja dem nur aus einem Haufen. So wie es aussieht, sollte die Einheit, die auf dem Weg nach Shelak ist, keine Probleme bekommen. Interesting. Very, very interesting. Ich geh mal gucken, was die hier so anbieten. Hey, nur weil wir hier eingeschlossen sind, heißt das nicht, dass die nicht ihr Repertoire erweitern kann. Ich bin begeistert. Nein. Ja. Oh ja, Weizenkräcker und Trüffel. Ich glaube, mir geht so langsam das Geld aus dem Dreck. Was habe ich denn noch an Schrott, den ich verkaufen kann? Braucht kein Mensch. Wow, ganze drei. Ich verkaufe nichts mehr. Ist ja, lohnt sich ja gar nicht. So. Ach, Quatsch, falscher Knopf. Aha. Ja, wir rasten mal eben kurz. Ja, so rastet man hier. Kostet wenigstens nichts. Im ganzen Spiel nicht. Deshalb. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, ich kann jederzeit wieder vorbeikommen, ich weiß. Deine Tür steht ja auch offen. Das ist jetzt nicht da so, als wenn das jetzt irgendwie ein Problem für mich wäre. So. Tauschen wir dies. Quatsch. Und dann tauschen wir noch. Na komm, jenes. So. Dann machen wir, was man nach jedem Dungeon machen sollte. Tralalalalala. Hallo, alter Mann. Gib mich Level up. Ich erhöhe den Rang immer noch nicht, es hat immer noch relativ wenig Sinn. Oh. Oh. Oh.
Erst wenn ich mal ein paar nette Karten, die ich ins Deck pusten kann, hab. Werde ich auch meine Ränge wieder erhöhen. Aktuell würde ich das eher mit irgendwelchem Müll voll crappen und dann bringt auch die zusätzliche Handkarte und die zusätzliche Zugkarte nicht viel. Hallo, hast du Sternfragmente getrunken? Ja, hast du in der Zwischenzeit getrunken? Du klingst so besoffen. Oh, vielen Dank. Mal sehen, was hast du mir heute gebracht? Pieces. Ich bin dir wirklich dankbar. Hast du was dagegen, wenn ich die Schenkkarte vervollständige? Es geht alles schneller. Mach mal. Sehr gut, lass uns mit der Reservation beginnen. Oh Mann, ist das wenig. Nun also. Ping. Wiederhergestellt, pieces. Mehr können wir im Moment nicht wiederherstellen. Dank deiner Mühen ist die Schenkkarte im ursprünglichen ganzen Schritt näher gekommen. Vielen Dank, im Deck ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, nee, komm, ist gut. Falls sich jemand wundert, diese Geheimrezepte sind alle für sich nicht unbedingt besonders sinnvoll. Das hat so etwa als einzigste Wirkung aktuell 1% Chance auf Schlaf beim Gegner anzurichten. So. Nachdem ich das gespeichert habe, können wir ja mal schauen, wem ich hier mächtig in den Arsch treten muss, damit die Stadt endlich mal wieder offen und frei und so. Und damit ich... Einfach nur, um jemandem in den Arsch zu treten. Meine Güte. Muss ja nicht für alles einen Grund haben. Kann ich hier in den Arsch treten? Komm, ich trete ihn in den Hintern. What on earth is happening here, Reblis? Don't know. They just came out of nowhere. Are they after us? That can't be. Why would they go to such lengths just to catch the two of us? Ich spare mir den Kommentar, Blondchen. Wait a minute. You're wanted by the Empire? Well, we're just, you know. Kallus, ich glaube, Blau ist nicht deine natürliche Haarfarbe. Never mind. I suppose it's better not to know. Besides, they can't be looking for you. No. What makes you say that? Some of us saw another squadron of soldiers flying towards the castle. It looked much larger than the squadron we have here. Whatever they're looking for, it must be at the castle. Okay, damit weiß ich, wo wir als nächstes hin wollen. I have a bad feeling about this. What sort of trouble could they be trying to start? It's already started. Geldeblame's ambitions are ravaging the world. Hmm. Anyway, I'm going to the castle. Shella, you're coming too, right? Of course. Let's hurry. Okay. Hold on there. You can count me in too. Don't feel like losing sleep over what happens to you two. Ja, ist klar, Kleiner. No buts about it. I promised to take you to the castle, remember? Besides, I'm itching to find out what the Empire is up to. Getting there might be a problem, though. They're watching the harbor. It won't be easy getting to my boat. Das waren nicht viele. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 gezählt. Lass es 8 gewesen sein, mache ich trotzdem platt. Now that the Lesser Celestial River has calmed down, the road to the castle should be open. True. But how do you plan on leaving the village? They've got the exits guarded. Genauso wie den Hafen, also immer noch derselbe Plan. Hauen wir den aufs Maul. They won't exactly usher us out with a smile and a handshake, you know. Dann hauen wir denen so lange in die Schnauze, bis sie lachen, dann passt das schon. A while back, Anna told me. There's a secret passage somewhere in this bar that'll take you out of the village. I guess they dug it for emergencies. Ich bin dagegen, den zu nehmen. She never told me exactly where the entrance is, though. You'll have to ask her yourself. Where is Anna, anyway? Well, you see, I kinda lost track of her. Au! Du warst auch mal blond, ja? Track of her? So much for counting on you to look after her, huh? Sorry.
Never mind. Let's go find her. Yeah. Kallus, Shella, you two come with me. Nicht ganz, du kommst mit mir. Ja, ist egal. Entschuldige, Gibari, es tut mir so leid, dass ich unter... Oh, das ist... Aber meine Güte, heute kann ich nicht lesen. Bitte finde sie, Gibari.